Gedunstig war's. Und fahle Wurnen zerschellten gar sich im Gestrock. Oh, Graus! Es glummt der Jabberwock. Und die kreislichen Gulpen nurren. Horrendous monster casts a dreadful pall of fear over a once happy land. As towns and villages are torn apart, the helpless survivors seek refuge behind the walls of the great city. But out in the forest, in isolated pockets still untouched by the ravages of the monster, life and business goes on. 13, 14, ah, da haben wir ja noch so einen kleinen. Sag mal, was machst du eigentlich da, Dennis? Ich schreibe auf, was wir alles haben, Vater. Das hast du doch schon mal alles aufgeschrieben. Hab ich? Ja, ja. Aber es hat noch keinem geschadet, wenn er mit der Buchführung auf dem Laufenden war. Wenn man ach, fall mir doch nicht auf die Nerven mit dem modernen Quatsch. Hilf mir lieber bei diesem Fass. Na gut, wenn du meinst, Vater, dann mache ich die Buchführung eben später. Ja. So. Das Geheimnis unseres Handwerks liegt in der Liebe zum Material und... Nun mach schon, halt mal den Reifen fest. Nur durch den Schweiß der Hand. Tag, Dennis. Nämlich erst richtig. Guten Tag, Meister Fischinger. Womit kann ich Ihnen denn heute dienen? Was aus dir nur werden wird, nichts. Ja, was? Ach so, ich brauche dringend ein paar Fässer, um Stockfisch in die Stadt zu transportieren, Dennis, verstehst du? Denn seit sich das Monster hier rumtreibt, ist die Nachfrage gestiegen. Oh, gewaltig. Die Preise explodieren geradezu. Meine Güte, das ist ja fabelhaft. Aber sagen Sie mal, Meister Fischfinger, glauben Sie etwa daran, dass da ganze Dörfer ausgerottet worden sein sollen? Also mir persönlich ist dieses schreckliche Monster noch nicht über den Weg gelaufen, aber ich war da neulich in Mackley, nur so. Mackley? Das ist aber weit weg, was? 2 Kilometer mindestens. Toll. Eines Tages möchte ich auch mal so weit verreisen können. Ja. Aber Sie wollten von dem Monster erzählen. Ach so, ja, stimmt. Also dieser Blumenkohlzüchter, ein Bekannter aus Mackley, der hat gesagt, er hätte es tatsächlich gesehen. Seither sind seine Zähne schlohweiß vor Schreck, sagen die Leute. Ach, übrigens, wegen der Fässer. Ja, ich wollte sagen, die müssen billig sein. Erstklassig und billig. Mach mir ein Angebot. Ich denke, wir haben genau das Richtige für Sie, Meister Fischfinger. Ja, ja, das Richtige, genau. Sagen Sie, wie billig dürfen die Dinger denn sein? Sagen wir 2 Pence, das Fass. Zwei Pence? Was redest du da für einen Quatsch, Fischfinger? Für den Preis kann ich kein anständiges Fass herstellen, das weißt du ganz genau. Aber hör doch mal, diese Fässer brauchen wirklich nicht länger zu halten, als bis sie in der Stadt sind. Dann können sie auseinanderfallen. Ja. Gleich verdientes Geld. Nein, ich brauche keine Fässer, die nur 2 oder 3 Tage halten, Fischfinger. Ich mache Fässer für die Ewigkeit. Ich bin nämlich Handwerker. Das wissen wir ja alles. Dafür bist du bekannt. Ein Dreck, weißt du. Das begreifst du nie. Jetzt hör doch mal. Ja, ja, und du auch nicht, Dennis. Das habe ich schon immer gewusst. Was willst du denn haben? Du brauchst sind keine Fässer, Fischfinger. Was du brauchst sind Säcke. Und jetzt raus mit dir. Säcke? Das ist doch ein Geschäftsgebaren. Komm her, ja, nicht wieder mit so einem Angebot. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ralf.
Schade, Meister Fischinger, tut mir leid, ich nehme gerne dabei... Aufregung, Dennis, im Gegenteil, er hat mich auf eine gute Idee gebracht. Mensch, warten Sie, Meister Fischinger, ich werde ihn bestimmt noch... Wiedersehen, Dennis. Vielen Dank, Ralf. Zwei Pence. Griselda! Griselda! Ja? Ich bin's, Dennis. Ich komm dich besuchen. Das sehe ich. Wie geht's dir denn, Liebste? Hast du mich vermisst? Was? Ach, Griselda, wie schön, dich wiederzusehen. Wenn ich meine Buchführung mache, denke ich immer nur an dich. Ich träume schon von dem Tag, an dem ich deinen Vater um deine Hand bitte. Wir bauen unsere Hütte gleich neben dem Dorfanger. Ich komme vom Geschäft nach Hause und wir essen zusammen Mittag. Hey, Roger! Was machst du denn da? Was bist du nur für ein... Was? Weg! Oh, Griselda. Entschuldige. Oh, Griselda. Ich weiß, ich darf dich leider erst um deine Liebe bitten, wenn ich dir was Angemessenes bieten kann. Sag, dass du auf mich wartest. Habe ich denn wenigstens Aussichten auf deine Hand? Lass los! Warum, Griselda, warum? Weil mich was juckt. Oh, Griselda. Griselda. Oh. Oh, entschuldige, Dennis. Wie geht's deinem Vater? Besser könnte es ihm überhaupt nicht gehen. Ist das Dennis, der Küfer da draußen? Ja! Hallo, Dennis. Du hast ja lauter Abfall auf deiner Jacke. Du musst ein bisschen mehr auf dein Äußeres achten. Ist schlecht fürs Geschäft, wenn man so rumläuft wie du. Ach, übrigens, das interessiert dich vielleicht. Du kennst doch Martin Krämer, der besorgt mir ein paar Hanfsäcke für einen halben Penny pro Stück. Ich wünschte, ich hätte Vater dazu überreden können, das Geschäft mit Ihnen zu machen. Ein richtiger Geschäftsmann, ja? Der muss immer mit der Zeit gehen, verstehst du? Wart's ab, wenn du den Laden übernimmst, machen wir gute Geschäfte miteinander, du und ich, hä? Ach, das wird sicher noch eine Weile dauern, Meister Fischfinger. Naja, wer weiß, man kann nie wissen. Tja, das wär's dann. Es wird gleich dunkel, ich muss nach Haus. Okay, von mir aus. Komm mal wieder vorbei, Dennis. Auf Wiedersehen, Griselda. Wiedersehen. Vater? Wer ist da? Bist du das, Dennis? Ja, Vater. Komm näher, Dennis. Ja, Vater. Was ist denn passiert? Mein Herz. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich muss... Du musst kotzen? Nein. Vater. Sohn. Was soll ich denn nur tun ohne deine Hilfe, ohne dein großes handwerkliches Wissen? Sohn. Ja, Vater? Ich werde es dir sagen. Du wirst noch genauso ein Typ wie dieser... Fischfinger. Nee. Meinst du mich? Ja. Yeah. Oh, Vater, ich weiß, Meister Fischfinger ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, aber ich... Ja, yeah. Du hast keine Spur von Verständnis für unser Handwerk, keine Begabung für die Küferei. Keine Liebe für die Schönheiten des Holzes. Aber du bist doch nur ein hohler, blöder, bescheuerter kleiner... Vater! Buchhalter! Vater, du weißt nicht, was du sagst. Du redest irre. Nein, ich weiß, was ich sage, du erbärmlicher, rotznäsiger, knochentrockener Holzbock. Ja, das wollte ich dir schon seit Jahren einmal sagen. Vater, wir sind nicht allein. Du verkörperst alles, was ich verachte. Der Alte hat den Verstand verloren, glaube ich. Nein, hat er nicht. Oh nein. Du und deinesgleichen, ihr werdet die kleinen Handwerksbetriebe einfach vom Markt wegfegen und ausrotten. Ich bitte dich, Vater, ich wollte doch nur die Buchführung modernisieren. Kommt gar nicht in Frage. Meine Buchführung ist nicht mehr modernisiert. Oh. Und meine Küferei auch nicht. Die werde ich nämlich... Ich werde sie mitnehmen! Also das verstehe ich nicht. Nein, du verdammter Trottel. Ich schmeiß dich raus. Du bist nicht mehr mein Sohn. Du bist aus der Art geschlagen. Und jetzt raus. Mir aus den Augen. Du Buchhalter! Hallo. Griselda. Griselda, mein Engel. Hau ab, wir essen gerade. Ist Griselda da? Bist du es, Dennis der Küfer?
Kann ich bitte Griselda sprechen? Die ist gerade eine Kleinigkeit. Was willst du denn? Ich muss leider verreisen, Meister Fischfinger. Ich habe beschlossen, in die Stadt zu gehen. Und wenn alles gut geht, komme ich wieder und bitte um Griseldas Hand. Na, wenn so ist, Lennis, dann gute Reise. Griselda, Griselda, ich wollte mich verabschieden. Sag doch was. Ganz gleich. Irgendwas. Ich kann dich doch hören. Du bist doch im Haus, Griselda. Mein Schatz, ich muss doch fort von hier. Vielleicht sehen wir uns auch nie wieder. Die ist ja faul. Für mich? Griselda, du liebst mich ja doch. Ein Andenken. Etwas, das mich immer an dich erinnern wird. Von dir selbst angebissen. Ich werde sie bei mir tragen, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Griselda. Guten Morgen, Euer Majestät. Guten Morgen, Bruder Jux. Guten Morgen, wünsche ich Ihnen. Wünsche ich Ihnen auch. Schönes Wetter heute. Ja, haben wir. Und Ihre Geschäfte florieren, hoffentlich. Man kann sich eigentlich nicht beklagen. Und steigen Ihre Umsätze auf? Ja, man tut, was man kann. Also, ich höre, Sie eröffnen schon wieder ein neues Geschäft. Ja, ein Stück weiter unten beim Osttor. Die Gegend wird bestimmt mal eine Goldgrube. Doch, ja, das denke ich. Ich darf doch dieser Tage mit einer neuen Bestellung von Ihnen rechnen. Ja, doch, ganz sicher. Das heißt, wenn Sie Ihre Preise halten. Aber ja, doch, nicht. Wie ist heute das Mischungsverhältnis von Wasser zu Wein? Was steht im Börsenblatt? Das kam gerade, als ich aus dem Haus ging. Die Rate ist immer noch zwei Teile Wein auf ein Teil Wasser, aber sie wird unhaltbar. Man kann von Glück sagen, wenn man in diesen Zeiten überhaupt noch Wein hat. Ach, nicht höher. Ich hatte den Eindruck, Ihre letzte Sendung war, wie soll ich sagen, etwas feuchter im Charakter. Wie eigenartig. Als ich Sie abgeschickt habe, war sie im Charakter ganz trocken. Los, los, Petit. Erlauben Sie mir, Ihnen ein Pröbchen unserer neuen Sendung Pochwein zukommen zu lassen. Bewegt euch, ihr Lahmärsche! Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Was meinen Sie, warum der König den Großen Rat zusammenruft? Das weiß Gott allein. Schneller, ihr Penner! Aber ich habe gehört, der Kammerherr drängt auf Maßnahmen gegen unser geliebtes Monster. Maßnahmen? Das bedeutet, dass die ganzen Bauern die Stadt wieder verlassen. Damit können Sie natürlich recht haben, aber das wäre eine Katastrophe. Jetzt aber Tempo, bewegt euch! Hopp, 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 Stopp. Bitte, Narin. Narin, mein Herr, bitte sehr. Ich bin so frei. An. Unsere überaus glorreiche Majestät, König Bruno der Fragwürdige. Der einzige Sohn von Olaf dem Lauten. Ich glaube, er kommt. Pass auf, da, da kommt er wirklich. Ach, komm. Ich bin doch gar nicht fertig. Er kommt. Majestät. Jetzt hören Sie mir noch mal zu, Majestät. Sie werden doch einsehen, es handelt sich um eine Sache von allergrößter Wichtigkeit. Ja, ich muss zu ihm. Ich muss zu ihm. Schon wieder ein Attentäter. Schnell in Deckung, Majestät. Aufhören.
Majestät, kommen Sie, das Leben geht leider weiter. Die Pflicht ruft uns. Ach, du lieber Gott. Der Tag fängt ja gut an. Urgroß, Neffe von Hubert dem Krummen, Enkel von Hans dem Eingeschrumpften. Glorreicher Eroberer von Freidonien. Lass ihn los. Steh auf, mein Freund. Was soll denn das? Du machst ja die Lumpen ganz dreckig. Sir, helfen Sie uns bitte. Das Monster verwüstet unsere Felder und Fluren. Unsere schönen Häuser liegen in Trümmern. Wir haben tagelang nichts mehr gegessen. Wochenlang, monatelang. Außer gestern, da habe ich meine Schuhe aufgegessen. Das ist doch noch gar nichts. Ich aß gestern 3 Zehen von meinem rechten Fuß. Das furchtbare Monster, das bitte. Das war aber nicht dein rechter Fuß. Klugscheißer, bist du Arzt oder sowas? Ich habe schon mal einen Arzt gesehen. Er war mich nicht. Ich habe mich versteckt. Majestät, befreien Sie uns von der großen, grünen, grünen Bestie. Sie war ja, wie ich sie gesehen habe, war sie schmutzig rot. Aufhören, aber sofort. Schluss, jetzt wieder zum Land. Raus, 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 raus. Also, ich habe das Gefühl, Puller Jux, dass mein Volk so amüsant ist wie Hämorrhoiden, die jucken. Tja, lieber Gott, mein Guter, Sie müssen etwas dagegen unternehmen. Ihr Königreich ist vor Angst wie gelähmt. Unten die Stadt ist überfüllt mit Flüchtlingen. Das sind alles ganz einfache Leute. Leichte Opfer für gerissene Geschäftsleute und schreckliche Fanatiker. Gewesener Großmeister des Königlichen Ordens von der Lauen Victoria und Befreier von Wales. Auf die Knie. Majestät, der Große Rat ist soeben zu einer Sondersitzung zusammengetreten, um die schwierige Lage zu diskutieren, die überall im Land durch das Monster entstanden ist. Hör zu und merkt dir eins, hier kommt niemand durch, der nicht Monet oder Wertsachen hat. Ich weiß nicht, was ihr wollt, ich bin ein reicher Mann, da. Das ist doch bloß ein blöder Stein. Ein blöder Stein? Ja. Was denkt ihr, was ist, wenn das hier nun doch nicht einfach ein blöder Stein wäre? Was wäre, wenn das hier ein Diamant wäre? Dazu hat er zu wenig Feuer. Es ist ein Diamant, kommt. Ich weiß es genau. Alles klar. Der nächste bitte. Na, was hast du Schönes? Trockenmeier oder Lein vielleicht? Nichts. Nein, ich habe eigentlich überhaupt nichts. Aber ich muss unbedingt in die Stadt. Ja, das wollen ja wohl alle hier. Und jetzt mach das so weg. Nein, Sie haben mich nicht verstanden. Ich will mir einen Job besorgen und ganz von vorne anfangen. Ich habe einen Haufen gute Ideen und ich dachte, wenn ich erstmal in der Stadt bin, dann... Sehr schön. Und jetzt schieb ab, Kleiner. Augenblick mal. Sag mal, was ist denn das hier? Was ist denn das? Du hast doch eben gesagt, du hättest überhaupt nichts. Diese Kartoffel ist nicht zum Essen. Nicht zum Essen, sagst du? Eine ganze Woche kannst du von dir leben. Moment. Da steckt doch irgendwas dahinter. Ach wo, das ist nur ein Andenken an jemand. Was für ein Andenken? Meine Braut hat sie mir geschenkt, bevor ich von zu Hause weg bin. Eine Kartoffel hat sie dir geschenkt? Ja. Kann ich sie bitte wiederkriegen? Großer Gott, du musst dich aber sehr lieb haben, du. Glauben Sie das wirklich? Ja, also, mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich nur dran denke. Du Glückspilz, du hast vielleicht ein Glück. Das darf ich schon wieder hier aufzufällen. Er kommt mir nicht in die Stadt. Aber ich muss unbedingt in die Stadt. Mach eine Ausnahme, dies eine Mal. Komm gar nicht in Frage. Und jetzt verpiss dich. Aber immerhin hat er doch eine Kartoffel, weil sie dir doch was wert. Den kleinen Scheißer an, der ein bisschen nett aussieht. Doch auch. Hey, du da! Komm mal her. Das reicht, bleib stehen. Lass mal deine Hosen runter. Nein. Der nächste. Und so, Euer Majestät, hat einst euer Urgroßvater, Max der Unvollkommene, durch ein Turnier entschieden, wer von seinen Rittern das Reich von der Pestilenz befreien sollte. Das Kampfgewicht von Ritter Frauenfies samt Turnierpferd war damals ungefähr 23. Moment mal! Ich muss mal unterbrechen. Was ist denn das? Mach mal schnell. Irgendjemand will mich wohl vergiften, was? Wandverputz, Euer Majestät. Ach so. Fahren Sie fort, Bruder Jux. Sein Kampfgewicht betrug... Elftes... Also sein Kampfgewicht betrug damals... Nein, 12. Jahr. Halt die Klappe! Und fahren Sie fort, Bruder Jux. Und so weiter, bis Ruhe und Ordnung wiederhergestellt waren. Und dann begab sich König Max wieder nach Haus, unter dem Jubel seiner Untertanen, die den Weg ungefähr 50 Kilometer lang sollen. 50 Kilometer? Die Leute haben ihn 50 Kilometer lang applaudiert? Wow!
Den müssen die Leute aber wirklich gern gehabt haben. Sie haben ganz recht, Pollerjux, wir veranstalten ein Turnier. Schon jahrzehntelang haben wir nicht mehr Lanzen auf Schilde prallen hören und diesen gewaltigen Wumms, mit dem die besiegten Ritter zu Boden rasseln. Und wie das Blut spritzt, wenn die Lanze in die ungepanzerten Teile des Unterleibs eindringt. Oh nein. Nein, mein Lieber, nein, nein. Was ich im Sinne hatte, war ein Turnier ohne Blutvergießen. Ohne Blutvergießen? Pollerjux, sagen Sie, hören meine alten Ohren richtig? Ohne Blutvergießen, mit Pappschwertern und falschen Lanzen. Wo ist denn dabei der Pfiff? Wo bleiben Glanz und Gloria, wenn es nicht mehr um Leben und Tod geht? Hä? Nein, die müssen richtig in Blut warten. Bis zum Hals. Bitte, Bruno, bitte. Nein, 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 nein. Los, fangen Sie sofort an und treffen Sie die nötigen Vorbereitungen. Das muss ich doch sofort der Prinzessin erzählen. Töchterchen, immer munter, immer fleißig bei der Arbeit, ja? Du und die frommen Schwestern vom Orden des Heiligen Mystikus. Nur weiter so. An was arbeitest du denn da gerade, Töchterchen? An einem Wandteppich, Vater, mit Bildern der berühmten Belagerung von Schloss Abracadabra. Hier, in diesem Abschnitt ist gerade der König sein Schlachtross, als den Jungs nach 80 Tagen schließlich die Verpflegung ausgeht. Hervorragend! Wirklich sehr hübsch, Töchterchen. Gemütlich hast du es hier. Vorsicht, Vater. Bis letzte Woche ist Schwester Winfried darunter gefallen. Töchterchen, unser Land wird bald von dem Monster befreit sein, das wollte ich dir nur mitteilen. Ich habe zu einem Turnier aufgerufen und der Gewinner bei dem Schlachtfest macht ihm dann den Chaos. Unserem Land oder wem? Nein, natürlich nicht, sondern dem Monster. Oh, ach so. Ja, und nicht nur das. Vielmehr wird der Mann, der das Monster besiegt, auch dich zur Frau bekommen. Ich muss ihn heiraten. Oder hast du vielleicht etwas gegen Männer sein, fand denn das? Ach, eigentlich habe ich Männer ganz gern. Na bitte, also dann. Aber ich will unbedingt einen Prinzen haben. Ich bestehe darauf, einen Prinzen zu kriegen. Nur deshalb sitze ich in diesem Turm und warte auf ihn, wie es im Märchenbuch steht. Sind unter deinen Turnierrittern auch einige Prinzen? Ich weiß es nicht, eigentlich nicht. Oh, nicht einen? Nein, aber ich mache ganz einfach einen zum Prinzen. Wie wäre das? Nein. Ich ernenne den Sieger zum Prinzen. Das ist doch dann kein echter Prinz. Nein, ganz echt ist er nicht. Weißt du was, vergiss mal den Prinzen. Wenn das Monster tatsächlich tot ist, werde ich dir eine fabelhafte moderne Wohnung einrichten lassen. Das verspreche ich dir. In unserem einzigartigen Westen. Nun ja, andererseits, ich finde sowieso, die Aussicht vom Ostturm ist der Aussicht vom Westturm bei weitem vorzuziehen. Nur was abhaben, das ist alles. Könnte ich vielleicht von eurer Suppe was abhaben? Soll ich ihn wegwerfen? Da könnt ihr ja gehen. Ich drehe dir gleich den Hals um. Oh, ja. Aber ich würde alles für euch tun. Gleich ist es ja mein Bein für ein bisschen Salz. Feuerholz für uns sammeln. Frag ihn doch mal. Ich glaube, wir wollen doch die beiden Loch in den Wurst. Nein, nein, nein. Ich will auch gerne das Feuerholz für euch sammeln, wenn ihr mir von der Suppe abgibt. Sagt mir nur, wo ich welches finde. Ah. Wenn es so ist, ich würde sie wenigstens gerne erst mal probieren. Vielleicht mal. Natürlich nicht, das dachte ich. Also, dann mache ich mich auf die Socken. Also Feuerholz wollt ihr, so war's doch. Du hast mir eine Diamantenmine entdeckt, was? Nein, ich war gerade beim Holz sammeln. Lügner! Es sind die Diamanten, hinter denen bist du doch her! Das sind keine Diamanten, das sind einfach Steine. Einfach Steine?
Witzige Idee. Aber nicht witzig genug, um deine Haut damit zu retten, du! Eigentlich wollte ich euch nur schnell Bescheid sagen, fangt ohne mich an. Ich bin heute leider verhindert. Leichen habe ich mal einen gesehen. Aber Fliegen? Fliegen habe ich noch keinen gesehen. Frischer Kohl! Frischer Kohl! Frische Ratten, gnädigste. Garantiert fett und gut genährt. Aus dem bischöflichen Palais. Guten Morgen. Oh. Morgen. Tut mir leid, aber ich habe keinen Pfennig. Ach, das macht doch nichts, junger Freund. Danke herzlich. Herzlichen Dank. Danke. Ist das Ihre? Natürlich ist er das. Was denkst du denn, zu wem er sonst gehört? Du bist wohl fremd hier, was? Oh ja, ja. Ich komme direkt vom Lande. Ich will ein neues Leben anfangen, mir einen Job suchen und so. Ein Job? Aussichtlos, mein Freund. Oh, vielen lieben Dank. Ich hatte mir vorgestellt, hier gibt es jede Menge Möglichkeiten. Schönen guten Morgen, danke. Und außerdem habe ich eine Gesellenprüfung als Küfer. Also ein Küfer bist du. Was für ein eigenartiger Zufall. Ich bin mich selbst auch ein Küfer. Vielleicht hast du sogar schon von mir gehört, hm? Fassdaubi. Fassdaubi? Doch nicht etwa der Fassdaubi, der die drehbare Fassdaube erfunden hat? Genau der bin ich. Oh. Und wenn ich hier schon keinen Job finde, dann findest du erst recht keinen. Das schwöre ich dir. Komm, setz dich erst mal. Siehst du da drüben das Schild? Da auf dem Fass?
Also, das ist ein Zunftzeichen. Arbeit findest du hier nur, wenn du Mitglied der Küferzunft bist. Du bist nicht in der Zunft und ich bin's auch nicht. Wir werden auch nie reinkommen. Aber das ist doch unfair. Fair oder unfair? Die Zünfte haben die Stadt fest in der Hand. Guten Morgen. Aber was soll ich denn jetzt nur tun? Da weiß ich auch nicht, aber deswegen macht man doch nicht so ein furchtbar trauriges Gesicht. Zuerst habe ich das auch getan und bin fast verhungert. Aber heute Morgen, da kam ja die Idee. Hey! Wir beide müssten uns zusammentun. Das wäre doch die Lösung. Schau her. Ich hack doch einfach deinen Fuß ab. Nein, das ist sehr freundlich. Vielen Dank, Wiedersehen. Aber der Job ist wohl nur was für einen allein. Was für eine großartige Chance verpasst ihr da. Alles herhören, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. In meiner bescheidenen Eigenschaft als Herold seiner gütigen Magnifizenz, König Brunos des Fragwürdigen, habe ich die Ehre und das Vergnügen zu verkünden, dass ein Naturtier, Verzeihung, ein Turnier stattfinden soll auf Leben und Tod. Es soll ein Ritter gefunden werden, der das Vaterland von Hungersnot, Pestilenz und Tod, der das Vaterland, wie gesagt, befreien soll von der tödlichen Gefahr, die es umgibt. Verzeihung, leih mir doch mal deine Trommel. Komm, geh mal her. Schönen Dank. Als Belohnung für die Erlegung des Monsters wird der betreffende Ritter dann vom König persönlich die halbe Hand der Prinzessin Elise und dazu noch als Beigabe das ganze Königreich als Frau bekommen. Ich korrigiere, heißen muss es natürlich, es muss heißen, er wird die Hand des Königs und die Hälfte des Reichs der Prinzessin bekommen. Einen Augenblick, bitte. Ja? Ja. Ja? Ach so, danke. Entschuldigung, wie ich gerade erfahre, muss der letzte Satz folgendermaßen lauten. Der Sieger wird die Hand der Prinzessin erhalten und zur Hälfte das ganze Königreich. Mein Sohn, seine Fänge, frischer Kohl, frischer Kohl, seine Klauen. Könnte ich vielleicht einen umsonst haben, bitte? Thank you.
Schluck bringt Saft und Kraft. Kauf, bevor sie kalt werden, hier! Lass dir schmecken, Kleiner, und jetzt mach, dass du wegkommst. Stechen, nur einer, Benny. Hey, Ratten am Stiel. Schön groß an deine Schwester, wenn du in die Rübe bringst. Stechrüben, Stechrüben, frische Ernte. Ich kann nichts dafür. Eigentlich wollte ich nur in eine Steckrübe beißen. Immer geradeaus, mein Junge. Moment, ihr müsst noch aushalten, Herr. Noch ein Schlag, dann seid ihr draußen. Aufpassen, jetzt los, Ernst. Ja. Wie habe ich das gemacht? Ja. Habe ich euch zu viel versprochen? Mein Service ist erstklassig. Bitte empfehlt mich euren Freunden weiter. Rollen das Zeug hin. Erstmal darüber in die Polierabteilung. Los, darüber in die Polierabteilung. Die Brüder amüsieren sich mal wieder prächtig miteinander, was? Was ist denn mit dem Ritter passiert? Ist der vom Dach gefallen? Jetzt kommt ihr an die Reihe, Herr. Sind Sie der Meister von diesem Betrieb? Sehen Sie sich mal diese Armschiene an. Nennen Sie das vielleicht Wertarbeit? Ich kann mich nicht um alles selber kümmern. Und was ist mit dieser Beinschiene? Was soll damit sein? Na, gefuscht ist sie, die hält nicht. Manchen Leuten kann man auch gar nichts recht machen. Erwarten Sie Wunder? Das ist der einzige. Und morgen früh habt ihr sie im besten Zustand zurück. Ich kann das allmählich nicht mehr hören, Sie. Sie haben sie mir für Freitagnachmittag versprochen und heute haben wir Mittwoch. Werden Sie doch nicht gleich ungeduldig. Zwei meiner besten Leute arbeiten. Die Leute kommen daran. Nichts. Ah, so einfach ist das. Klappe, da kann man schon. Du! Kommt! Kommt, Jungs! Und mit der Zweitrüstung geht's gefälligst schneller. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, ihr macht das ein bisschen umständlich. Aua, verschwinde. Es ist mir aufgefallen, Sie könnten Ihre Leistung wesentlich erhöhen, wenn Sie nämlich Ihren Tisch von da an nach da stellen würden. Geht's dir besser? Oh ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt was gegessen habe. Ja, das kenne ich. Ich habe schon mal 174 Tage durchgehungert. 174 Tage? Das war 52, als wir Schloss Wimmerloch belagerten. Da ging uns die Verpflegung aus. Sag mal, hast du etwa Bauchgrimmen? Nein. Ich habe mir nur überlegt, was ich jetzt als nächstes anstellen soll. Darum sage ich nicht. Ein herrliches Weib. Was? Deswegen brauchst du dir doch keine Sorgen zu machen. Aber ich habe Grund dazu. Jeder hat doch Schiss, wenn er vom Dorf in so eine große Stadt wie diese gerät. Das ist das Risiko. Und genau das Risiko macht das Leben eines Knappen so interessant. Die vielen Reisen. Man ist heute drüben in Irland und jagt die Kelten und den anderen Tag wird man selbst vielleicht schon geschlachtet. Mann, bin ich. Scharf wie eine Sarazenenklinge. Das waren Zeiten, als meine Ritter und ich uns mit den kriegerischen Beguinen von St. Galopetien angelegt hatten. Diese Nonnen waren... Schön, das hört sich vielleicht aufregend an, aber ist der Beruf auch krisenfest? Nehmen wir mal die Küferei. Die Küferei? Die Küferei. Das ist doch kein Beruf für einen richtigen Mann. Doch, ist es wohl. Fässer und Bütten sind nämlich sehr wichtig. Also rein kommerziell gesehen... Kommerziell? So ein Quatsch. Jetzt hörst du mir zu und hältst deinen Mund. Mein Ritter blutete aus vielen Wunden und ich stand mit dem Rücken zur Wand und deckte ihn. Da gingen plötzlich zwei riesige Nonnen mit Keulen auf mich los. Ein ordentlicher Beruf ist das auch nicht, indem man mit Nonnen kämpfen muss. Kein ordentlicher Beruf? Wie wär's mit der Kostprobe, Herr? Komm, greif mich an. Na, versuch's mal. Du bist die Nonne. Tu mal so, als ob der Putenschenkel eine Keule wäre. Na, nun ja, aber ich kann doch nicht einfach hier... Schon los. Jetzt zeig mir mal, dass du kämpfen kannst. Da kommt schon gerade wieder los. Los. Hier. Dann greif ich an. Und dann so. Und dann habe ich der Nonne gezeigt, und zwar so. Du musst irgendwie den Wirt von mir ablenken. Und dann habe ich sie aufs Kreuz gelegt, und zwar so. Ich möchte, dass du
du den Wirt ablenkst. Wozu denn? Bist du blöd. Sie waren harter Brocken, aber ich kenne da so ein paar Tricks. Unterhalte dich mit ihm. Ich verstehe das alles gar nicht. Das wirst du schon noch nur tun. Tu, was ich dir sage! Und jetzt spiele ich mal zur Abwechslung die Nonne. Sie benutzt einen Gegengriff und schwang ihre Keule über mir. Und da bin ich ganz einfach abgehauen. Natürlich als Knappe. Ich habe die Tür hinter mir zugeschlagen und mit einer Lanze blockiert. Dann habe ich mir eine von den hübschen Novizinnen als Geiseln geschnappt, ungefähr so. Und dann habe ich mich mit ihr auf die Zinnen des Schlosses zurückgezogen und dabei geschlitzt, gestoßen und gestochen, bis ich ganz oben war. Oh la la, und unter Tränen und Stöhnen, holla, habe ich den Gegner in aller Ruhe ausgestochen. Ich habe ihn abgehängt. Ach, aufmachen! Was soll das denn? Los, mach auf! Mach sofort die Klappe auf! Aufmachen! Los sofort! Mich auszusperren! Wer zum Teufel hat den eigentlich... Das gestern. Also, Herr Wirt, dann fahren Sie mal ordentlich was auf. Wir wollen ein bisschen feiern. Los, los, kommt rein! Kommt alle rein! Was willst du von mir? Ich habe mir gerade überlegt, ob man vielleicht... Wenn du was willst, dann mach schnell, ich habe keine Zeit. Ja, davon wollte ich ja gerade sprechen. Ich war früher mal bei einem Küfer in der Nähe. Und ich war... Ja, ich brauche einen Augenblick. Was willst du von mir? Wissen Sie, ich wollte nämlich fragen, ob Sie mir nicht ein bisschen was über das Gaststättengewerbe beibringen wollen. Ich möchte nämlich mein Beruf... Ach, also die Gäste in der Ecke werden frech, weil sie immer noch nichts haben. Sag Ihnen, ich bringe Ihnen sofort was. Jetzt verschwinde, ich habe keine Zeit für dich. Hören Sie, es wäre bestimmt praktischer, wenn Sie den Bierkrug hier rübersetzen und stattdessen den Metkrug hier rüber nicht, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass Sie sich manchmal selbst im Weg stehen. An Ihren Schreien würde ich nur halt endlich die Klappe und verschwinde. Sag bitte, Sie soll kommen und mir helfen. Ihre Frau ist nicht da. Ihre Frau war das? Sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Weißt du, wo sie ist? Sie ist rausgegangen. Sie ist was? Ich weiß auch nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wo hast du deinen Freund gelassen, diesen großmäuligen Angeber, hä? Was? Nein, nicht. Nicht was? Nicht da oben. Ich meine, sie sind gar nicht hier. Sie sind wirklich gar nicht hier. Hier nicht. Wer sie? Du Schwein! Ich doch nicht. Zuerst nur Kino. Ja. Und anschließend dann dich. Auch noch feige, was? Aufhören! Loslassen! Wisst ihr nicht, dass das strafbar ist? Ruhestörung im Schlossbereich? Es fällt unter Landfriedensbruch. Jawohl. Meine Frau und dieser Mann. Also auch noch Ehebruch. Halt ihn fest, Fred. So, jetzt für dir, Freundchen. Ja, das ist doch ein alter Bekannter von uns, Fred. Das ist doch der mit der Kartoffel. Von neulich. Ja. Die beiden locken wir jetzt erstmal ein. Aber ein Kerker tut ihnen gut. Das finde ich auch. Sollen wir die beiden Burschen nicht vor sich halber in Ketten legen? Nein, ihr könnt doch nicht einfach... Unser allerschönstes Monster töten. Sire, der Tod unseres Monsters bedeutet den Tod unserer Stadt. Denn langfristig wird sich herausstellen, dass wir dem Monster ein regelrechtes Wirtschaftswunder verdanken, was es in diesem Ausmaß hierzulande noch nie gab. Lächerliches Argument. Majestät, das Turnier muss weitergehen. Wir brauchen einen, der das Monster killt. Das wissen Sie doch auch. Ja. Die Wirtschaft mag ja prosperieren, aber der Staat ist dabei zusammenzubrechen. Also, wer will noch? Dann rede ich jetzt. Hört, alle hört! Was? Der König. Dieser blühende Auswuchs unserer Ritterschaft und Monarch, der Potentat der Potentaten, wird jetzt gleich zu euch sprechen. Hört seine Weisheit, werdet Zeugen seiner Klugheit. Genießt den Höhenflug seines Wortschalls. Leiht ihm euer Ohr. Wirklich hübsch gesagt. Hört auf den süßen Klang seiner Stimme, die zarten Untertöne. Lauscht den blühenden Vokalen, den funkelnden Konsonanten von seiner Majestät, König Bruno. Sehr gut formuliert. Ich würde also sagen, dass... Er wird ohne Umschweife zur Sache kommen. Klarheit bringen in das Tohuwa, Bohu dank seiner mystischen Logik. Verehrte Anwesende, Hochwürden, euer Ehren, der König. Wer? Wer? Ich? Ja, Bischof, mein lieber Freund. Wie können Sie als Mann der Kirche behaupten, das Monster wäre gut für uns, hm? Ich bin sehr glücklich über Ihre Frage, ja. Ich gebe zu, das klingt alles paradox, aber... Seit dieser Heimsuchung durch das Monster hat sich unsere Besucherfrequenz verdreifacht. Die Kirchensteuermoral ist gestiegen. Vor den Beichtstühlen drängen sich die Schlange der Sünder kilometerlang und man könnte geradezu von einer Spende Blut reden. Der König wird jetzt sprechen. Der König. Vielen Dank auch noch.
Wache! Zu Befehl. Bring den Kerl um, ja. Zu Befehl. Was? Das finden Sie doch auch richtig, nicht wahr? Gib mir nichts an. Der Potentat, der Potentat! Der Zart Beseitete! Übrigens, Sie sollten... Allergnädigste! ...euer Fußboden reinkommen. Zur Sache, Majestät. Was soll Ihrer Meinung nach geschehen? Na, Euer Hoheit. Geben Sie uns Direktiv. Oder wenigstens einen Wink. Wissen Sie, meine Herren, also ich... Warren, ist was passiert? Was soll denn das schon wieder heißen? Jetzt reicht mir aber. Was ist denn das für ein Krach hier? Wer stört die Ruhe meines Schlosses durch unziemlichen Lärm? Wache! Bringt sie rein! Also gehen wir nicht jetzt mal zeigen, wer hier eigentlich der König ist. Majestät, wir haben wichtige Probleme, die wir diskutieren. Wichtige Probleme nennst du das? Ich finde es viel wichtiger, dass jemand im Schloss Ruhe und Ordnung wieder einkehren. Das hat jetzt wirklich Vorrang. Den werde ich zeigen, wie ich recht sprechen kann. Ruhe! Ruhe, habe ich gesagt! Ich will sofort wissen, worum es eigentlich geht. Der verdammte Knabe hinter meinem Rücken. Mann, beruhige dich. Du befindest dich in Gegenwart deines Königs. Ihr da, löst ihm die Fesseln. Er soll sprechen. Eure Majestät, dieser Kerl, dieser gemeine Kerl, dieser Schweinehund! Was ist denn auf einmal los? Die Deckung, alles geht! Wo ist denn meine Hofrat geblieben? Sind das nicht eben noch zwei gewesen? Das kam mir auch so vor. Und wo ist der zweite abgeblieben? Er war auf einmal verschwunden. Ja, ja. Ach ja. Naja, wenn's so ist. Also, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Mann schuldig zu sprechen. Schuldig? Was wollen wir ihm zur Last legen? Kannibalismus. Oh. Kann er nicht gekommen sein? Das glaube ich auch nicht. Schnell, wir probieren es mal hier lang. Ja, er wird in den Nordflügel geflohen sein. Du bist doch sicher schon lange unterwegs hierher. Hast Flüsse durchschwommen, Gebirge überquert, Zweikämpfe ausgefochten. Du darfst dich jetzt wieder umdrehen. Wie findest du mich? Entspreche ich auch deinen Erwartungen? Sag doch, bin ich deine Märchenprinzessin? Oh ja, danke schön. Ach, mein doch. Prinz, was hast du alles durchgemacht, meinetwegen? Sehen Sie mich doch mal an. Ich bin doch für sowas überhaupt nicht richtig angezogen. Du brauchst doch wegen dieser Kuhbauernkleidung wirklich keine Hemmungen zu haben, dass du dich verkleiden musst. Das macht die Begegnung noch viel romantischer. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wie du in prinzlichen Gewändern aussiehst, wie ein strahlender... Nein, ich glaube, Sie haben sich ganz einfach geirrt. Mein Name ist Dennis. Prinz Dennis? Nein, Dennis Küfer. In der Familie sind wir alle... Dein Gesicht? Du bist doch nicht etwa verwundet? Ach, das ist gar nichts, nur eine Beule. Oh, nur eine Beule? Oh, wie tapfer du bist, mein Prinz. Ich bin sicher, die stammt von einem furchtbaren Hieb mit einem Sarazenenschwert. Nein, ein Kneipenwirt hat mir eine gefeuert. Also, das war so, er glaubte, der Knappe, ich meine, seine Frau, verstehen Sie? Der Wirt hat geglaubt, dass seine Frau ein Knappe wäre. Oh, nein, das war anders. Ich habe so oft davon geträumt, dass dieser Tag endlich einmal kommen würde. Oh, aber ich hätte nie im Leben mit einem so mutvollen und tapferen Prinzen gerechnet. Oh, jemand, der für mich
tatsächlich die 7 Meere überquert und im Galopp Wüsten und Schlünde und Schluchten überwindet, nur um bei mir zu sein. Meine Geliebte! Ich bin alles! Wirklich alles darum, deine Abenteuer zu hören. Wir müssen uns genauer kennenlernen, bevor wir heiraten. Was, heiraten? Entschuldigung, Fräulein, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Das geht nicht? Das geht nicht? Oh, habe ich richtig gehört, mein Prinz? Vielen Dank für den Heiratsantrag, aber ich weiß. Nein, sag es mir bitte nicht. Ich weiß alles. Ich weiß alles. Sie wissen? Bei deinen Abenteuern hast du eine Maid befreit, die an einen schwarzen Felsen gekettet war. Nein, so war es eigentlich. Sie hat sich in dich verliebt. Und du bist in sie verliebt. Nicht, dass Und dann hast du bei allem, was dir heilig ist, geschworen. Du würdest bei ihr bleiben, bis dass der Tod euch beide scheidet. Nein, das war alles ganz anders. Bedenke, Prinz. Du bist auch hier nicht ganz außer Gefahr in meiner Kemenate, denn du bist heimlich in meinen Turm eingedrungen, also musst du ihn und die Stadt auch wieder heimlich verlassen. Ah, ich weiß schon. Schwester Jessica, der Prinz braucht dringend ihre Schwesterntracht. Meine Schwesterntracht, Prinzessin? Ja, und zwar möglichst schnell. Aber die Tracht von Schwester Maria passt dem Prinzen doch viel besser. Werden Sie doch nicht albern. Hier, machen Sie schon. Tut mir ja leid. Also, mein Prinz, so werden wir vorgehen. Morgen ist noch St. Julius-Tag. Und beim ersten Morgengrauen, da muss immer eine Nonne dieses Ordens vor die Mauern der Stadt und einen frischen Haselnusszweig zu der Stelle bringen, wo St. Julius von den bösen Banditen bestialisch ermordet wurde. Dieses Jahr wirst du diese Nonne sein. Schwester Jessica? Schwester Jessica! Ja, Prinzessin. Jetzt geben Sie sie schon dem Prinzen. Das ist sehr nett von Ihnen, Schwester Jessica. Jessica. Schnell, du gehst zur westlichen Stadtmauer, aber bitte benutzt dabei nur Nebenstraßen. Wenn du dann am Westtor bist, sagst du, ich habe den Haselnusszweig für St. Julius bei mir. Lass mich passieren, damit ich für ihn beten kann. Oh, mein Prinz, mein Prinz, gehört die dir? Ja, nein. Bitte darf ich sie behalten. Ich behalte sie als Wahrzeichen für unsere hoffnungslose, unbefleckte Liebe. Ich werde sie immer bei mir tragen. Ich habe sie selber geschenkt bekommen. Prinz, es wird Zeit. Du musst fliehen. Oh. Nein, ich will keinen Abschiedskuss. Das würde ich nicht überleben. Ich würde doch nicht. Nein, verlass mich jetzt. Und geh, mein Prinz. Und vergiss bitte nicht, ich habe den Haselnusszweig für St. Julius bei mir. Ja. Auf Lateinisch, mein Geliebter. Schönes. Ein frommes Schwesterchen. Und was für ein hübsches dazu. Wir wollen mal sehen, ob sie sich anfassen lässt und ob sie sich küssen lässt. Das ist eine Nonne. Aber das stört mich gar nicht. Ich hätte nämlich gern von ihr einen christlichen Kuss. Oh Gott! Ist irgendetwas Besonderes, Sergeant? Bringt mich ins Bett, Jungs. Bringt mich ins Bett. Und wer wäre ein besseres Opfer als einer seiner teuflischen Verbündeten, den wir im Gewand einer heiligen Tochter der Mutterkirche erbitten? Dafür feuern wir ihn tief in die ewige Finsternis, als erleuchtendes Fanal unserer Frömmigkeit und Verbundenheit mit Gott. Stellt euch mal seine Qualen vor, wenn die Flammen ihn umschließen. Und dann schließlich wird er als lebender Feuerball durch die Luft fliegen. Direkt in die Hölle! Ihr müsst euch seine Todesangst vorstellen, wenn dieses ballistische Wunderwerk ihn hochschleudert. Hinauf in die Tiefen des schwarzen Himmels. Der geht auf einen echten Horrortrip. Habt ihr eine Ahnung von dieser unbeschreiblichen Spannung, mit der unser armes Opfer darauf wartet? Darauf wartet, dass ihm die schwarze Erde entgegenfliegt und ihn liebevoll zerquetscht. Spannung, das ist schön.
Eigentlich hätte ich es auch gern so spannend. Und während des Fluches dieses maßlose Entsetz, wie sich ein erbärmliches kleines Leben endlich auflöst in einer knochenzerstäubernden Feuerkaskade, wenn er am Ende, wenn er sich am Ende wie ein rotglühender Meteorit in die Erde bohrt. Das finde ich ungerecht. Das will ich nicht recht. Was heißt hier eigentlich ungerecht? Wie kommt das, dass der fliegen darf und wir nicht? Wieso darf ihr die schönen Schmerzen und die Angst durchmachen? Der knochenzerstäubenden Heuschwitz! Nein, ich will fliegen und ich will nicht aufbrauchen, wie meine Knochen zu Millionen Teilchen zersplittert werden. Ich ziehe meine feurige Spur über das ganze Firmament als leuchtender Flammenball. Damit lege ich Zeugnis ab für unsere Frömmigkeit und die Nähe zu Gott. So meinst du, geht das? Das muss so gehen. Und ob das geht, und ob das geht. Weg da! Gib mir eine Lunte! Eine Lunte! Ein so! Ja, ja. Oh, du das gut! Feuer! Schön. Ist das nicht wieder ein herrlicher Tag für ein Turnier, Hullerjux? Doch, ich glaube auch, Majestät. Ach, Sie glauben auch. Sie glauben auch. Wachen Sie auf, Mensch. Wachen Sie auf. Das Turnier fängt nämlich gleich an. Ja, ich weiß, Majestät. Ich frage mich nur, ob es nicht einen besseren Weg gibt, den Sieger zu ermitteln. Einen besseren Weg, Hullerjux? Was gibt es Schöneres als das Splittern der Lanzen, das Zischen der Kettenkeule, das Geräusch, wenn die Breitschwerter gegeneinander klirren, das Geläut der Krummschwerter? Es gibt keinen besseren Weg, den besten Mann zu finden, als ein ehrliches Turnier. Hullerjux? Nein. Meine Tochter, wie hübsch du wieder aussiehst heute. Ach ja, so ist es. Was ist denn das? Du lieber Gott. Aber Daddy. Daddy. Das war ja unglaublich. Arschers liegt durch die obere Armschiene, was? Das war sehr gut. Bravo. Schon wieder einer, den wir abschalten können. Wahrscheinlich ist er jetzt schon tot, der Arme. Das war doch nur ein Kratzer, sonst nichts. Von solchen Rittern haben wir doch noch haufenweise. Da wäre ich nicht so sicher, Sire. Was wollen Sie damit sagen, Bruder Jungs? Da wäre ich nicht so sicher, Sire. Nun ja, was haben Sie an dieser Formulierung nicht verstanden, Majestät? Ich glaube überhaupt nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Was meinten Sie damit? Also im Grunde genommen meine ich mit, ich wäre da nicht so sicher, Sire. Ich meinte, unsere wahre Situation ist, oder ist eher allem Anschein nach, ipso facto, das genaue Gegenteil. Und eigentlich diametral entgegengesetzt zu dem, was Sie glauben. Aber ich muss wohl davon ausgehen, dass Sie hier der König sind, und das sind Sie doch nicht, wahr? Und da schien mir die richtige Sprache im Umgang mit einem Monarchen. Oh ja. Daddy! Und was hast du denn, Schätzchen? Ich, Sire. Pardon, verkehrte Richtung, was hast du denn, Schätzchen? Guck dir mal diesen brutalen Kerl an, sowas könnte ich nie heiraten. Das brauchst du auch nicht, wenn ich das nicht ganz falsch sehe. Der wird schon nicht... Gewinn. Bullerjungs, worüber hatten wir eben geredet? Unserem Bestand an Rittern, Sire. Und nach meinen Unterlagen... Einen Augenblick mal bitte, Bullerjungs. Sie haben doch die Anrede, Sire, aus demselben Grunde benutzt wie vorhin, vorsichtshalber. Habe ich recht? Ich habe recht. Das dachte ich mir doch. Weil nämlich hier, also nach meinen Unterlagen, schätzungsweise 56% des Gesamtbestandes an Rittern seit Beginn des Turniers entweder verstümmelt oder getötet wird. Na, ich bitte Sie, was bedeutet das schon? Dadurch ist doch nicht der Gesamtbestand gefährdet. Ja, wenn Sie gesagt hätten, 85,5% oder 97,4%. Ja, das wären Prozentsätze, die mir imponieren würden, im wahrsten Sinne des Wortes. Hören Sie, Luna, hören Sie zu, wenn dieses Schlachtfest auch nur bis zum Wochenende weitergeht, dann weiß ich nicht, womit... Achtung, Sekunde! Das muss ich unbedingt sehen! Es muss bessere Wege geben, wie man den Sieger ermittelt. Wer ist denn da? Dennis. Ist aber nett, dass du kommst. Was ist denn gestern Abend alles noch passiert? Das war so. Ich bin nämlich verhaftet worden, aber... In 10 Minuten sind wir dran. Mutter, ich komme. Oh. Hey! Pass doch ein bisschen auf, wo dein Blut entspritzt! Schweinerei ist das! Aber wie könnte man denn sonst noch den Gewinner ermitteln? Durch einen Wahlgang mit einfacher Stimmenmehrheit. Eine Wahl, Bullerjux? Oh nein, Unsinn. Das wäre unfair gegenüber den Rittern. Wir lassen sie lose ziehen. Lose ziehen? Ja. Das ist wirklich im Ernst. Warum versuchen wir es da nicht gleich mit Kinderspielen wie 1, 2, 3, wer hat den Ball oder Enemy, Bing, Bang, Bing, Bang, Akabaka, Eier, Weier, weg. Oder noch einfacher mit Verstecken spielen. Und wieso nicht? 48, 49, 50. Ich komme! Sagt der Kardinal, ich habe Sie gebeten, mich zu beraten. Ja, und?
kommen Sie darauf, Sie werden zum Braten gebeten. Zu hoch, was? Na, der geht von den Bauern. Der sieht zum ersten Mal eine Prozession. Alle Priester singen im Chor, verstehst du? Ave, Ave. Das ist Trauer zu seinen Nachbarn, das Wort kenne ich nicht. Bei uns zu Hause heißt es von morgens bis abends immer nur Ave. Was heißt es? Ave, Ave. Was das heißt, Ave? Ja, ich verstehe das nämlich auch nicht. Sag mal, Junge, dir kann man ja nicht mal einen richtig deftigen Witz erzählen. Bist wohl noch Jungfrau. Aber ich bin. Jetzt haben wir einen Sieger gefunden. Erkennst du, wer es ist? Die Fahne kenne ich nicht. Es ist mein Boss. Ach, das noch. Herzlichen Glückwunsch, Sire. Der Sieger ist gefunden. Sehr gut. Wo ist er? Bisher nicht aufzufinden. Ist das gut? Ja, deswegen hat er ja auch gewonnen. Ach so. Aber er wird doch bestimmt noch gefunden. Ja. Oder? Dann musst du doch unheimlich stolz sein. Was? Stolz? Scheiße. Das ist doch eine große Ehre, oder? Ehre. Ja, für meinen Boss vielleicht. Aber am Ende habe ich einen Drachenzahn in meinem Arsch und einen Heller als Jahrespension. Ach, jetzt muss ich außerdem Wache schieben die ganze Nacht, das fehlte doch. Scheiße, so ein Pech. Dabei habe ich heute Nacht davor meinen Körper versprochen. Pass mal auf, wie wär's, wenn ich zu dem Fräulein hingehe und dir sage, du bist behindert. Nein, warte. Vielleicht könntest du mir doch helfen. Habe ich ja gesagt. Ich gehe hin zu dem Fräulein. Nein, doch nicht so. Du könntest an meiner Stelle Wache schieben. Ja. Ich gebe dir meinen knappen Hut und meinen Mantel. Zieh den Hut tief in die Stirn. Dann merkt er nie was. Das kann ich nicht machen. Das ist Betrug. Was? Das ist Freundschaft. Ab mit dir. Bestie! Ja, was ist? Hier bin ich doch. Ich mag dich doch nicht. Ach was, hör doch nicht hin. Komm. Ein Knappe. Du weißt ganz genau, wen ich meine. Oh, mein Rheuma. Das war so feucht in der Zelle. Oh, zwei Nächte lang. Och, du armes Kerlchen. Komm, ich zieh dich aus und bring dich ins Bett. Das muss ja ganz furchtbar gewesen sein. Ja, ganz furchtbar. Oh, Betty, deine Hände sind so weich und warm. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ein Knappe hier oben in unserem Bett war, oder? Nee, ich weiß nicht. Ach, was. Ich zieh dir das mal aus und das. Na, fühlst du dich schon besser? Oh, Betty. Oh, Bernhard, mein Liebster. Komm. Mitbürger, hohe Herren, der König. Oh, wer? Ja. Wackerer Herr Ritter, ihr habt in ehrlichem Wettspiel eure Tapferkeit bewiesen. Und damit habt ihr das Recht auf einen viel gefährlicheren Kampf erworben. Mit einem Monster, derart fürchterlich, derart angsterregend, derart grauenvoll, derart entnervend, dass sogar ich zögern würde, ihm gegenüberzutreten von Angesicht zu Angesicht im Kampf Mann gegen Mann, gegen Monster. Oder wie sagt man da? Liebster Bruno, meiner Meinung nach ganz korrekt. Also, junger Freund, erweist dich als Held und erschlag das Biest. Unser königlicher Segen ist mit dir. Ja. Genauso wie der Segen von Mutter Kirche. Bischof!
Ist das alles? Das war's. Oh. Na, von mir aus. Herold, geben Sie Befehl, das Tor zu öffnen. Wo warten Sie? Das Tor aufmachen! Gute Reise! Warte! Er nahm sein grauses Schwert zur Hand, sucht lang den Feind im ganzen Land, bis Rast er hielt am Tamtambaum. Und als er dort sich fragend saß, wo mag es sein, das Ungetier brach aus dem Tulgerholz herfür mit Atemkreis, mit Augenglut. Der Jabberwocky zu und zu und schrie. Lanze! 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 Gesehen im Leben noch nicht. Meister Fischfinger! Nun mach schon, blödes Pfeif, du! Danke. Hey, ja. Oh, edler. Hey, ja. Machen Sie mal Platz, Mrs. Fischfinger. Hey! Ja. Entschuldigung, Meister Fischfinger, sind Sie verletzt? Du hast mir fast den Arm abgeschnitten. Du warst ja immer schon ein bisschen ungeschickt. Dennis Küfer, Schämung solltest du dich! Halt du dich heraus! Jesus, ich kann ja eine Blutvergiftung kriegen. War der Dolch abgekocht? Es tut mir wirklich leid, ich wollte das nicht. Wissen Sie was? Ich werde Sie verbinden. Ich hole den Verbandstoff. Lass mich in Ruhe! Dad! Was ist denn? Komm doch mal! Herr Ritter, wir sind Ihnen ja so dankbar, dass Sie uns auf den Klauen dieser Barbarchen gerettet haben. Wir haben das überhaupt nicht verdient. Wir sind ja nur arme Fischersleute. Aber wir hätten da diese jungfräuliche Tochter. Und es ist hierzulande doch alter Brauch, dass ein Ritter, wenn er ein Mädchen gerettet hat, dieses Mädchen recht oft auch heiratet. Sag dem Herrn Ritter guten Tag, Griselda. Meister Fischfinger, ich habe sie doch aber gerettet. Hau doch ab, du. Was sagen Sie dazu, Herr Ritter? Du? Na, was sagen Sie? Na, wie ist es? Komm, Klappe, weiter! Meister Fischfinger, ich muss auch weg. Tut mir leid, dass mit Ihrer Hand geht. Tut weh! Alter, ich hab dich so vermisst. Ich hab auch immer noch deine Kartoffeln. Wiedersehen! Du bist wirklich in meinen Augen ein gewaltiger Versager, Dennis. Oh. Halt dich da raus! Ich hab immer gehofft, du machst aus dir noch mal was. Meister Fischfinger, den hat der König selbst auserwählt. Schäm dich! Und du denkst, du bist der zukünftige Bräutigam unserer Lieblingstochter? Du bist nur ein Vagabund! Halt ihn mal fest! Lass dich! Lass dich! Lass dich! Halt! Halt! Halt!
Hau ab. Da ist jemand an der Tür, Schatz. Sie reden immer nur von Maßnahmen. Was für Maßnahmen wollen Sie denn treffen? Meine Herren, jetzt lassen Sie mich doch wenigstens ausreden. Ich stecke keinen Pfennig in ein Unternehmen, das nicht einigermaßen unbedingt trainiert werden. Es ist ja wohl ein Akt der Selbsterhaltung, wenn wir uns Tage vor das Monster stellen. Meine Herren, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit bitten. Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Wir brauchen uns die Köpfe nicht mehr heiß zu diskutieren. Meine Herren, ich habe einen Plan. Das ist mir gleich. Ich transferiere mein Vermögen in die Schweiz. Darf ich vorstellen, der schwarze Ritter. Monster ist nicht weit weg. Thank you.
Du erschlugst den Stepperwocki. An meine Brust, du Heldensohn. Was für ein Tag! Das Monster ist tot! Das Monster ist tot! Stornieren Sie die Schiffsladungen mit Wein, Korn, Stroh! Stornieren Sie am besten gleich alles! Dennis! Dennis! Hier ist Griechenländer! Guten Tag, Aleni! Ich bin eine Frau! Dennis! Dennis, du warst immer ihr Schwarm. Hoffentlich bist du jetzt bald mein Schwiegersohn und mein Partner. Morgen früh heiraten wir beide. Ja. Am besten noch heute Nachmittag. Ja. Wir bestellen den Bischof. Ja. Dennis, du bist wunderbar. Griselda, endlich können wir so leben, wie wir es immer gewollt haben. Lieber Junge,
Ich möchte dir gratulieren. Wir möchten uns herzlich bei dir bedanken. Du hast unser Königreich von einer großen Gefahr befreit. Und nun möchte auch ich Wort halten und mein Versprechen erfüllen. Hiermit verleihe ich dir, mein Junge... Wie war noch der Name? Herr Stannis. Dennis Küfer, königliche Majestät. Und das ist seine Verlobte, meine Tochter. Dir, Dennis, mein halbes Reich als Preis, der dir zukommt. Oh. Und gleichzeitig gebe ich dir die Hand meiner Tochter, der Prinzessin. Komm, mein Junge, wir gehen zum Palast. Mach mal Platz. Griselda! Und hiermit erkläre ich euch als Mann und Frau. Prinz und Prinzessin. Deswegen braucht man das Mädchen doch nicht gleich ins Kloster zu stecken. Griselda, halt die Klappe!